nach Muster in Runden 33 Runden gearbeitet bis zum Armausschnitt. Ab dem Armausschnitt habe ich in zwei Teile aufgeteilt und habe das Vorder- und das Rückenteil dann getrennt gearbeitet. Vorne habe ich dann noch bis zum Halsausschnitt 9 Reihen in Muster gearbeitet und ich habe also ich bin mit der Reihe zu Ende gewesen, da wo wir diese 7 Stäbchen arbeiten. Da habe ich aufgehört und dann habe ich den Ausschnitt gehäkelt, und zwar ich habe hier die Schulternteile einfach weiter gerade gehäkelt. Das sind 24 Stäbchen bei mir, also genau da an dem Loch habe ich aufgehört, und ab da habe ich in Reihen dann die Schultern gehäkelt. Das sind bei mir 5 Reihen, und 2 Reihen habe ich Schulternschrägung gearbeitet. Wie man die Schulternschrägung macht, zeige ich euch gleich auch. Also wie gesagt, hier einfach gerade bis dahin nach Muster, das Vorderteil noch 9 Reihen, dann ab da habe ich dann 5 Reihen Schultern und 2 Reihen Schulternschrägung ohne Maschen, Ab- oder Zunahme. Das Rückenteil habe ich jetzt an dem Armausschnitt, also 14 Reihen gehäkelt. Jetzt häkle ich 2 Reihen hier, die Schultern und Halsausschnitt, die Schulternschrägung. Für die Schultern nehme ich genauso wie am Vorderteil 24 Stäbchen. Und fange dann an. So, also ich bin jetzt auf der Seite hier, wo die Ärmel sind, und wir arbeiten die Schrägung nach oben zum Halsausschnitt. Und zwar ich nehme die 24 Maschen und teile diese Maschen in 3 Teile auf. Dann habe ich 3×8 Maschen. Zuerst häkle ich eine Luftmasche und in die erste Masche hier eine feste Masche. Und dann arbeite ich weitere 7 feste Maschen, also insgesamt erstmal 8 feste Maschen arbeiten. Danach arbeite ich 8 halbe Stäbchen, einen Umschlag, Masche holen und alle 3 Maschen durch. 8 halbe Stäbchen arbeiten. Und jetzt arbeite ich 8 normale Stäbchen. So, also ich habe jetzt insgesamt 24 Maschen, und jetzt häkle ich nochmal die Reihe zurück, auch in der Schrägung. Ich fange jetzt hier am Halsausschnitt an mit 3 Luftmaschen und häkle jetzt umgekehrt. Ich fange mit 8 Stäbchen an, dann 8 halbe Stäbchen und 8 feste Maschen.
Und dann entsteht auch hinten der Ausschnitt. Die zwei Reihen reichen für kleinere Größen. Man kann bei größeren Größen noch eine dritte Reihe, auch Schulternschrägung auch oder auch ohne, also erst eine Reihe Stäbchen arbeiten und dann zwei Reihen Schulternschrägung oder komplett drei Reihen Schulternschrägung, je nachdem, wie man die Schultern arbeiten möchte. Also wie gesagt, für kleinere Größen reichen diese zwei Reihen für den Ausschnitt aus. Und jetzt bis zum Ende der Reihe, also 5, wie gesagt, 8 normale Stäbchen, 8 halbe Stäbchen und 8 feste Maschen arbeiten. Und vorne habe ich die Schrägung genauso gearbeitet. Die letzten 2 Reihen habe ich abgeschrägt. So schaut es dann aus. So, jetzt vernähen wir die Schulternähte, also rechts auf rechts zusammenlegen die Schultern. Dann gehe ich hier in die ersten 2 Schlingen rein, nehme meine Masche und ziehe diese durch diese 2 Schlingen durch. Dann gehe ich in die zweiten 2 Schlingen, hinten gehe ich auch in die zweiten 2 Schlingen, ziehe die Masche durch und ziehe die linke Masche durch die rechte durch. Dann gehe ich in die nächsten 2 Schlingen, sowohl vorne als auch hinten, ziehe die Maschen und ziehe diese durch die rechte durch. Und so vernähe ich praktisch immer 2 Schlingen zusammennehmen und zusammen verhäkeln. Also ich habe hier auch Ärmel gearbeitet. Man kann es mit oder ohne Ärmel arbeiten. Die Länge kann man auch anpassen, entweder ganz lange Ärmel oder kurze Ärmel, also wie ihr wollt. Also bei dem Ärmel, bei dem Armausschnitt habe ich hier 16 Reihen Stäbchen gearbeitet und dann habe ich hier noch diese 2 Reihen Schulternschrägung. Das ist meine gesamte Breite dann. Also der Armausschnitt ist insgesamt ungefähr 20 cm breit und wenn wir die Ärmel häkeln, die werden dann ein bisschen schmaler sein. Also für die Ärmel fange ich hier unten an. Also ich steche hier zwischen einmal rein, nehme den Faden, hole die Masche. Und dann fange ich mit 4 Luftmaschen an. Und dann gehe ich hier in diese Querstäbchen, also in diese Reihen und häkle da pro so eine Reihe ein Stäbchen. Das ist dann eine Luftmasche und pro Reihe häkle ich immer ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen. Wir arbeiten die Ärmel in Runden und da so einfach weiterarbeiten, bis wir die Runde zu Ende haben. Also wie gesagt, immer ein Stäbchen, eine Luftmasche in jede Reihe einstechen. Also hier bei den Schultern, da haben wir jeweils 2 Reihen diese Schulternschrägung gehäkelt. Also ich habe hier 2 Reihen feste Maschen, ich habe jeweils ein Stäbchen gehäkelt. Also hier bei den 2 Reihen ein Stäbchen und hier bei den 2 Reihen auch ein Stäbchen. Und Rest einfach nach Muster pro so eine Querreihe ein Stäbchen arbeiten. Die Reihe schließe ich mit Kettmasche, also erstmal eine Luftmasche und dann gehe ich hier in die dritte Luftmasche rein, hole die Masche und ziehe diese durch die rechte Masche durch. Und die zweite Runde fangen wir mit 4 Luftmaschen an und dann häkle ich in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen
dann eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und so arbeite ich ohne Maschen zu oder Abnahme einfach die Ärmel. Wie gesagt, die Länge könnt ihr selbst anpassen. Und die Runde dann wieder mit Kettmasche schließen, hier in die dritte Luftmasche. So schauen die Ärmel dann aus. Also was ich hier noch in den letzten drei Reihen oder Runden gemacht habe, ich habe einfach kleineren Haken genommen, damit der Ärmel sich hier ein bisschen enger wird. Also den Haken so wählen, dass man mit dem noch häkeln kann. Wenn er zu klein ist, dann kann man mit dem nicht mehr häkeln. Genau, und dann einfach ein paar Runden mit einem kleineren Haken häkeln, damit es ein bisschen... Man kann es aber auch so belassen, wie ihr wollt. Auf die gleiche Weise habe ich auch unten umgehäkelt. Ich habe vier Runden gehäkelt. Also das musste genau so. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und dazwischen bleibt eine Masche aus. Ich habe hier auch kleineren Haken genommen, damit sich das ein bisschen zusammenzieht. Ihr könnt es auch so machen oder ihr könnt mit dem gleichen Haken umhäkeln, dann habt ihr praktisch auch die gleiche Breite, wie das euch lieber ist. So, jetzt häkeln wir den Halsausschnitt um, dafür nehme ich auch den kleineren Haken. Also ich fange hier an der Schulter an. Nehme die Wolle, stiche da bei der Naht ein, hole die Masche und häkle erstmal vier Luftmaschen. Und auch so, wie ich das schon gezeigt habe, hier haben wir diese Querstäbchen, also pro Querstäbchen ein Stäbchen häkeln. Dann eine Luftmasche, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. So, jetzt sind wir hier angekommen. Da häkle ich erstmal in diese Ecke eine Masche, ein Stäbchen. So, dann schauen wir weiter. Eine Luftmasche und jetzt häkeln wir hier ganz normal nach Muster, also eine Masche überspringen, ein Stäbchen häkeln. Also wir haben hier jetzt eins, also in der Mitte häkle ich ein Stäbchen. Die nächste Masche springe ich, also lasse ich aus. Hier bei dem ersten Stäbchen häkle ich erst eine Luftmasche. Bei dem ersten Stäbchen häkle ich auch ein Stäbchen. Und jetzt ganz normal nach Muster eine Masche auslassen, Stäbchen häkeln. So, eine Masche auslassen, in die nächste ein Stäbchen häkeln. Und so weiter arbeiten. Nach oben schauen, eine Masche auslassen, also häkle ich hier in die Mitte ein Stäbchen und dann in das erste Stäbchen. Und dann wieder eine auslassen. Hier wieder schauen, also hier häkle ich wieder in die Mitte ein Stäbchen bei den Luftmaschen und wieder bei dem ersten Stäbchen ein Stäbchen.
da wieder ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich in dieses Querstäbchen ein Stäbchen. Mal schauen, wie es ausschaut dann. Genau, das passt. Und jetzt pro Querstäbchen ein Stäbchen arbeiten. So schaut es dann aus. Hier am Rückenteil dann wieder wie hier vorne, also eine Masche überspringen, Stäbchen häkeln und dann bis, also so weiterarbeiten, bis man die Runde komplett durch hat. Hier an der Schulter stiche ich nochmal hier in die Mitte in diese Naht ein und häkle da ein Stäbchen, sonst zieht sich das zu sehr zusammen. Nochmal eine feste Masche und dann Luftmasche und hier in die nächste, in das nächste Querstäbchen ein Stäbchen. So, hinten habe ich jetzt den Ausschnitt, also das Querstäbchen habe ich jetzt. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und häkle ganz normal hier in das in die erste Masche dann ein Stäbchen. So schaut es gut aus. Am besten dann immer schauen, wie ist das eigentlich, also wie zum Beispiel hier, wenn ich das Stäbchen nicht machen würde, dann sieht man schon, wäre das würde sich zu sehr zusammenziehen und dieses Loch wäre zu groß, ne? Und hier dann weiter, auch hier an den Ecken schauen, also das geht eigentlich, ne? Jetzt einfach eine Masche überspringen, Stäbchen häkeln und so weiter. Auf der anderen Seite, an der Schulter, also da habe ich noch den Halsausschnitt. Jetzt habe ich hier die letzte Masche gehäkelt. Jetzt häkle ich da bei diesem Querstäbchen einfach ein Stäbchen. Eine Luftmasche und hier in das Querstäbchen nochmal einstechen. So, und jetzt schließe ich die Runde, nochmal eine Luftmasche mit der Kettmasche. In die dritte Luftmasche einstechen, Masche holen, die linke Masche durch die rechte durch. So, man kann bei einer Runde das belassen, man kann auch mehrere Runden häkeln. Das ist, wie gesagt, könnt ihr wieder selber schauen, wie das euch besser passt oder besser gefällt. Also wenn man noch mehrere Runden häkelt, dann einfach mit 4 Luftmaschen wieder beginnen und in jedes Stäbchen ein Stäbchen häkeln. So, und dann ganz normal auch die Runde schließen, wie hier in der ersten Runde.